Tief im Wald lebt eine magische Vogelfrau. Wer wird aus ihrem Ei schlüpfen? Ein Mädchen, ein Junge oder ein Vogel? Schau dir Lalilu an, um es herauszufinden. Schneide Flügel aus Karton aus. Umrande sie auf glitzerndem Schaumpapier. Schneide die Schablonen für die Flügel aus und probiere sie der Puppe an. Bedecke den Rahmen mit Federn. Befestige Schichten aus blauen Federn. Füge dann Schichten aus flauschigen Lavendelfedern hinzu. Befestige ein paar blaue Federn am Ende. Wir haben ein wunderschönes Paar Flügel entworfen. Die Vogelfrau erwartet ein Baby und man sieht schon ihren Babybauch. Schneide ein paar lange Dreiecke aus blauem Sportstoff aus. Befestige alles so. Verbinde die Teile, um einen Rock zu erhalten. Entwerfe ein Oberteil. Befestige es mit einem Klettverschluss. Male ein Spitzenband mit Metallacrylfarbe an. Klebe es an die Taille und füge noch mehr Federn hinzu. Entwerfe auf die gleiche Art einen Choker. Befestige eine Accessoirekette an der Taille und blaue Träger an den Schultern. Biege einen Draht so. Klebe Federn an die Seite und befestige ein paar blaue Federn. Dekoriere sie mit Strasssteinen. Fügen wir die letzten Feinschliffe hinzu. Dekoriere die Arme mit Nagelstickern. Befestige die Flügel am Rücken. Male den Bauch goldfarben an und befestige weitere Strasssteine. Er sieht so schön aus. Die Vogelfrau fängt einen neuen Tag an. Jedes Tier hört ihre süße Stimme, die ein Lied singt. Die Sonne geht auf. Es wird Zeit für die Natur aufzuwachen. Bald wird mein Baby die Wärme der Sonne spüren. Forme einen kleinen Ball aus Modelliermasse. Füge den Augenbrauenbögen, Wangen und der Nase etwas Struktur hinzu. Arbeite an den kleineren Details. Füge Ohren hinzu. Forme den Körper und ein paar Beine und Arme. Jetzt müssen wir nur noch alles zusammenstellen. Schneide Federn für die Flügel und den Schwanz aus. Gebe einen Schopf obendrauf. Betone das Gesicht mit Kreide. Was ist das? Schneide den oberen Teil eines Gummieis ab. Male ein paar Schichten blaue Acrylfarbe drauf. Tauche Styroporkugeln in blaue Farbe. Nimm ein paar Blütenblätter von Dekoblumen. Benutze einen Schwamm und Metallfarbe, um das Ei zu dekorieren. Bedecke es mit goldenen Halbperlen. Stelle eine Blume aus Blütenblättern her. Lege ein paar Mini-Knospen rein. Füge einen Faden mit kleinen Kugeln und einem Ei selbst hinzu. Dekoriere sie mit Strasssteinen. Sie glänzen wie Tautropfen. Scheinbar wird es Zeit, mein Baby zu bekommen. Die Vogelfrau hat ein Ei in eine offene Blume gelegt. Hier ist das kleine Baby. Schau dir ihren kleinen blauen Schopf an. Sie ist so süß. Ich werde endlich meine Tochter sehen. Stelle eine Babytrage aus einem Netzstoff her. Nähe sie an den richtigen Stellen zu. Befestige einen Faden mit Perlen dran. Mache eine Schleife aus einem Satinband und dekoriere die Trage. Klebe einen blauen Strassstein drauf. Mit so einer Trage kann sie ihr Baby überall hin mitnehmen. Die Vogelmama entspannt sich und sitzt auf warmen Steinen. Aber bald wird es Zeit zu gehen. Hänge dein Baby drauf, halte es mit einer Hand fest und genieße den Flug. Lass uns ein Vogelnest bauen. Forme getrocknetes Gras zu einem Ring. Füge etwas Volumen hinzu und forme die Wände. Befestige einen Anhänger mit 2 Vögeln. Lege viele Federn und getrocknete Blätter rein. Die Vogelfrau lebt mit ihrem Baby in einem Nest. Das Baby hat frische Beeren gegessen und fühlt sich richtig sicher. Nach einer Weile ist das Baby größer und stärker geworden. Zeichne einen Kreis auf blauem Filz und schneide ihn aus. Klebe Kunstfell obendrauf. Forme dekorative Zweige zu Ringen. Befestige sie auf unserer Lernmatte. Drehe 2 verschiedenfarbige Teile Pfeifenreiniger zusammen. Füge der Matte einen Bogen hinzu. Hänge Glasblätter an einen Metallfaden.
Dekoriere ihn mit einem Metallanhänger. Vergiss die flauschigen Bommeln nicht. Dekoriere den Bogen oben mit goldenen Federn. Die Vogelmama hat bemerkt, dass ihre Tochter gerne mit Eichhörnchen spielt. Aber es wäre nicht so gut, so viel Zeit auf der nassen Erde zu verbringen. Deswegen hat sie eine Lärmmatte für ihr Baby hergestellt. Das Baby und die Eichhörnchen bleiben warm und trocken auf der Lärmmatte. Zeichne Stängel auf grünem Filz. Schneide ein Blatt aus einem Stickerschaumpapier aus. Klebe einen Draht an den Filz. Jetzt können wir ihn biegen. Befestige ihn am glitzernden Schaumpapier. Füge Dekozweige und Filzblätter hinzu. Die Blumen blühen. Dekoriere sie mit Strasssteinen. Kürze Zahnstocher. Bedecke einen durchsichtigen Lippenstiftprobendeckel. Dekoriere den Boden mit einem Faden voller Perlen. Bedecke den Eimer mit flüssigem Glitzer und Strasssteinen. Die Vogelmama sammelt Tau in diesem Eimer. Wenn Eichhörnchen vorbeirennen, rütteln sie an den Blättern und die Tropfen fallen rein. So kann das Baby jeden Tag frisches Wasser trinken. Male einen kleinen Plastikdeckel weiß an und betone ihn mit Metallfarbe. Wickle dicken Draht um einen Flaschenkorken. Wir haben eine Feder hergestellt. Klebe den Deckel und den Korken fest. Male die Feder weiß und goldfarben an. Stell das Stück auf eine Basis aus Modelliermasse. Bedecke sie mit Zweigen, Dekoblumen und Laub. Füge mehr Blätter hinzu. Das Vogelbaby lernt gerade zu fliegen. Heutzutage schmeißen Vogelmütter ihre kleinen Vögel nicht so einfach aus dem Nest. Sie ziehen nur an einer Feder. Lass uns fliegen. Ups, nicht getroffen. Das ist okay, du wirst es noch lernen. Es ist dein erster Versuch. Du schaffst das, ich glaube an dich. Das Baby fliegt zum allerersten Mal. Entferne den Boden von einer leeren Shampooflasche. Schneide Zweige in kleine Stücke. Dekoriere die Seiten damit. Füge Kunstgrün hinzu. Es gibt Marienkäfer und auch Schmetterlinge auf den Zweigen. Klebe einen Ketchupdeckel an einen Zweig. Male ihn an und dekoriere ihn. Schütte Sand gemischt mit Glitzer in das Plastikteil. Vögel können nicht im normalen Wasser baden, sonst werden ihre Federn nass und verlieren die Fähigkeit zu fliegen. Aber sie können stattdessen ein Sandbad genießen. Wickle dünnen Draht um einen dreizackigen Zweig. Schneide einen Kreis aus grünem Schaumpapier aus. Bedecke die Seiten mit großen farbenfrohen Bommeln. Füge kleinere weiße Bommeln in der Mitte hinzu. Füge einen Faden mit Perlen an den Seiten hinzu. Lege das Teil auf die Basis. Lege Blätter auf den Boden. Bedecke den Draht mit einem Zweig. Forme ihn so und befestige ihn am Tisch. Forme Glitzertüll so und entwerfe einen Baldachin. Was für ein magischer Ort! Er ist so schön! Nun ist es viel einfacher, das Baby umzuziehen. Klebe zwei Stücke Baumrinde zusammen. Befestige einen Zweig als Stütze dran. Ziehe Perlen mit Strasssteinen auf einen dicken Draht. Klebe Perlen, Spitze, eine Schnecke aus Pfeifenreiniger und fliegende Vögel auf ein Geschicklichkeitsbrett. Dekoriere den Rand des Geschicklichkeitsbretts mit Grünzeug, Marienkäfern und Schmetterlingen. Der Babyvogel liebt sein neues Spielzeug. Es macht so viel Spaß, etwas über die Welt zu lernen. Außerhalb des Nestes passieren richtige Wunder. Hat dir die Vogelfamilie gefallen? Kommentiere unten. Gib unserem Video einen Daumen nach oben, abonniere Lalilu und klicke auf die Glocke, damit du keine neuen Videos mehr von uns verpasst.